Ja, hey und willkommen zu einer weiteren Folge Ark aufs Maul. Wir sind hier immer noch am Start und tamen bzw. farmen. Das Ding ist nur, ich habe zu wenig Prime. Läuft bei dir noch irgendwas rum, was Prime mitgeben würde? Bei mir? Sorry, mit zweiter. Ja, der Alpha. Sagt nicht der Alpha Raptor. Ach, Mann. Okay, nice. Ein Wolf ist fertig. Ja, ein Paracer neben dem Alpha Raptor hätte ich auch noch anzubieten. Das dauert auch so ewig. Ja? Ich sag, das dauert doch auch so ewig. Ja. Aber folgende Sache. Noch zwei Prime mit übrig. Oh Gott, Wolf, nimm's. Craft mal Pfeile, und zwar einige. Ja, wobei ich fürchte. Das ist spoiled. Da habe ich gerade das Gefühl, dass wir gleich einfach so richtig angegriffen werden. Wir gehen gleich einfach mit zwei Tieren vor unsere Base, sehe ich kommen. Wir werden dann von dem Alpha Raptor richtig hart basiert. Ey, ich würde es feiern, ich würde es mega stimmt, feiern, eigentlich ist der Alpha Raptor eine gute Dev. Hält uns halt aber auch so krass auf, ne? Ich könnte jetzt so viel Metal farmen, aber der steht halt quasi vor unserer Base. Bing, ich weiß auch nicht, wie du jetzt gleich die zwei Wölfe hierher bringen willst. Ich weiß erstmal noch gar nicht, wie ich. Okay, scheiße, ich kann mich mit dem Wolf gar nicht bewegen. Ich muss mal kurz was gucken. Ach, der ist schon. Ich level gerade einen von den beiden, den anderen. Muss ich erst wieder suchen, aber ich habe gerade noch ein kleines Hyäno da ein Problem gehabt. Was ich mal eben dazu nutze, den Wolf zu leveln. By the way, kriegt der. Ach Gott, Alter. Naja, nee, aber der braucht ein bisschen, der ganz. Und sonst level ich den jetzt erstmal. Ja, Stamina und Movement. Ja, ja, klar. Ja, ich habe die Probleme. Erstens brauche ich Prime und zweitens muss ich einen anderen Wolf wieder finden. Und den habe ich so mega scheiße irgendwo mitten im Gebüsch gelegt. Aber was halt nice ist, obwohl der erste Wolf, der jetzt fertig geworden ist, also der cremefarbene, nicht so geil aussehende, halt der in Anführungsstrichen lowere ist, der ist halt jetzt Level 70, hat 800 HP, 1000 Stamina, 300 Weight, 140 Movement fast. Und ja, aber ich meine, halt mit zwei Level 70ern kannst du damit echt keinen Alpha weg. Naja, also das Ding hier hat 150 Milli, damit ist halt gar nichts. Ja gut, wie viel Life? 800. Ja gut, ist halt vor allem ohne Sattel, ne? Saber auf den zu den leveln wir irgendwie besser. Ich fürchte ehrlich gesagt fast, dass der andere Wolf gegessen wurde. Von den Hyänen. Wobei ich gar nicht weiß, ob ein Wolf überhaupt von Hyänen gegessen werden kann. Also ob die den überhaupt angreifen und so ein Scheiß, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt auch Wayne. Ja, der Alpha Raptor ist weg, das ist meine Chance. Die Base zu kommen mit Holz. Und wie, der ist echt weg? Tot. Aufgegessen, okay. Ja, was, wer ist aufgegessen? Was? Ja, er ist weg, hast du doch gesagt. Nein, das war eine Frage. Oh. Ja, ja, weg ist so eine Sache, relativ. Okay. Er hat sich entfernt.
Er ist jetzt wieder relativ weit in Richtung Redwood da gelaufen. Ich feiere unseren Baseboard. Ich auch. Unsere Base ist nice. So ein bisschen kacke ist es, dass das Tor unten nach außen aufgeht, aber naja, wir werden es verkraften. Ach, bist du schon unten? Jo. Beziehungsweise jetzt schon fast oben. Weiß halt nicht, uns fehlen nur noch grobe 100 Metall. Dann könnten wir das Ding machen, die Ballista. Grobe 100, was laber ich? 30. Ja, okay. Aber ist halt die Frage, ja gut. Jetzt wirklich unser ganzes Metall in so ein Drecksding investieren sollen, ich... Keine Ahnung, irgendwo sehe ich da echt nicht den Sinn. Im PvP haben wir halt dann keine Chance mehr, wenn die mit Longnex kommen. Hm. Okay, ja, keine Ahnung. Ist jetzt halt irgendwo auch die letzte Folge, aber ich glaube trotzdem. Ich werde jetzt mal eben nochmal losdackeln und nochmal versuchen, Crystal zu holen. Lass echt im Singleplayer einfach gucken. Und fahren jetzt lieber nochmal Metal oder Holz oder sowas in die Richtung. Hm, ja, okay. Also für dich jetzt was man. Mhm. Alter, die ganzen Resounds von den Dinos sind halt auch echt, ich sag jetzt mal, interessant. Ungewohnt erschreckend, da gibt's einige. Oh Gott, jetzt kämpft der Alpha Raptor gegen den Paracer. Ja. Der rottet gut. Halt unser ganzes Tal so aus. Aber es ist halt eigentlich sogar echt ganz gut. Also ich meine, wir wissen halt, dass der da ist. Wenn andere das nicht wissen, dann laufen sie halt da vielleicht wirklich rein, wenn die uns suchen. Beziehungsweise angreifen wollen. Werden nicht bei einem Reset alle Tiere resetten? Nee, ne? Nee, ne. Das wäre halt mega. Aber ich glaube, ich hoffe halt, dass bei uns da unten auch Rexes spawnen können. Da unten ein heiler Rex rumsteht, ja, viel Spaß. Der gehört uns. Hm. Wo gibt's denn hier Metal in der Nähe? Wo farmst du da mal? Genau gegenüber da bei diesem großen Stein. Da links, so. Siehst? Da links. Da, wo ich jetzt hin zeig. Ah, ja. Okay. Dann lass mich durch und tap. Ach, du springst schon Parachute. Ja. Ja, ich komme mit Megalotheus und das hat viel Weight. Ja, gut, aber ich meine, in der Zeit, wo ich in der Luft bin, bin ich halt eigentlich relativ safe. Was mich aktuell nur ein bisschen abfuckt, ist, dass da oben Teri rumsteht. Wir sollten alles jetzt voll klatschen mit Metal, weil, wenn wir Glück haben, wird es durchgeschmolzen bis Anfang der nächsten Session. Naja, da ist was dran. Überall ist jetzt auch fast 200 Holz drin, das müsste reichen. Fehlt's halt nur noch an Metal. Wolf sieht irgendwie so klein aus, finde ich. Ja, stimmt. Finde ihn nicht mehr so bedrohlich. Oh nein, es ist dunkel. Ich lauf safe in den Teri rein. Gott, der Alpha Raptor. Hat er dich? Wenn ich Pech habe, ja. Traurige
hier, selbst wenn es so wäre, ich könnte dir halt null helfen. Ja, also es sieht übel aus. Ja, Rüstung ist RIP. Ich schiele dich, ich hoffe, der geht auf das Parrad, ja? Nee, das killt dich jetzt. Sag ich. Ich bin down. Scheiße. Oh Mann, Alter. Hast du ihn irgendwo hingelockt oder so? Ja, der steht direkt vor unserer Butze. Oh, scheiße, Alter. Ich bin halt einfach über dem gelandet, dachte so, ja, keine Ahnung, der kommt da nicht hoch. Entschuldigung, kannst du mir den mal sofort schreiben, Trodons sind an. Ja. Ja. Wäre aber fast der Grund für meinen Tod gewesen, weil ich chill mich da so hin, fahr Metaling, so, was soll nachts passieren? Ja. Alter Schwede, ey, dieser verkackte Alpha Raptor. Ich glaube halt echt, wir müssen irgendwas gegen den machen. Die Frage ist halt aber, wohin damit? Töten. Wie sieht denn also, das wenn aus? Ich so wie du jetzt gesehen hätte, wo liegt dein Loot, weißt du das? Ja. Haben wir Betten platziert? Ja, ich habe ein Sleeping Bag gehabt. Ja, ich auch. Ich meine, wir brauchen Betten. Da ist was dran. Mach gerade welche. Geht auch nicht mehr lang. Mal zwei Stück. Ja, ich weiß schon, wo mein Loot ist, aber ich glaube nicht, dass es das wert ist, da runter zu gehen. Ja, glaube ich auch nicht. Was hattest denn du? Naja, CT, ein Crossbow, ein paar Trankpfeile. Ja, also lohnt sich nicht. Ach, alter Schwede. Es war halt aber war auch schon wieder der Fail des Jahres. Ich bin halt einfach so über dem an so einer Klippe gelandet, dachte so, ja, da kann ich chillig landen. Und dann schmier ich halt einfach so zum Alpha-Rab darunter ab. Und dann hat mir halt das Brazer eher mehr Schaden gemacht, als mir zu helfen. Die Frage ist halt wirklich, ob wir den irgendwo hingelockt kriegen. Hast du hier einen Stuff gemacht? Mhm. Ich fahre jetzt noch Stein für hier. Okay. Schön durchrattern lassen können. Ja, irgendwie hat man doch neulich. Ah, hier. Voll viel Chitin wollte ich. Ist schon ein Mörser. Ja. Mir wirklich null Metal reingetan. Dass wir alles für diese blöden Kackwaffen haben. Ich weiß nicht, also. Craft lieber jetzt mal. Das Problem ist, Longneck und Scope weiß ich halt auch nicht. Ja, drückt aber immer noch diesen Schaden gegen Spiele und du hast immer einen Steady Aim und eine Scope. Also ist jetzt auch nicht so der Mist. Ja, dann craft mal zwei Longnecks und. Was willst du noch craften außer Longnecks? Es gibt ja nichts. Ja, gut, Feuerpfeile halt. Wären halt nice, aber ich weiß nicht, ob es hier irgendwo Sulfur gibt und so ein Shotgun kann halt nochmal. Ja. Deswegen überlege ich gerade. Es gibt doch nur Longneck, Muni dafür und dann halt die Spezialwaffen. Für was brauchen wir eigentlich CP? Gute Frage. Für irgendwas braucht man das, glaube ich. Boah, ohne Mist, ey. Ich bin mir gerade auch vollkommen unschlüssig, für was wir das CP brauchten. Lass mal das Zeug erstmal so drinlegen, wie es ist. Ja, okay, craftest du schon Longneck und so? Nee. Ja, würde ich jetzt mal machen.
weil Ammo können wir auch schon ein bisschen was machen. Ja gut, dann knall ich jetzt hier raus mal eben das Metal. Pack's nicht mehr für die Gunpowder. Gunpowder sind das Smith. Okay, ja, eine Longneck, ja, Holz haben wir noch irgendwo, oder? Ja. Nummer 2 und bisher 30 Ammo. Jeden, so, jeden Fall in Ordnung, ja. Oder nee, ich weiß nicht, ob da 2 rauskommen jeden, oder nur 34. Ja. Gut. Ein Schuss, ein Rüstungsteil weg, ne? Ja. Ja, im besten Fall ein Schuss, ein Kill. Ja, ne, so wird es glaube ich nicht. Ja, gut, wenn wir fleißig in den Kopf schießen. Aber jetzt mal. Ah ja, genau, für Grappling Hooks brauchen wir CP. Ah ja, genau. Aber auch nicht viel. Nee, aber. Eins pro. Es häuft sich schon, weil ich meine, Grappling Hooks machst du ja auch nicht gerade nur 2. Ja, und jedem 10 würde ich sagen, das sind nur 20, das ist auch nicht viel. Ja. Ich bin echt am überlegen, wo wir diesen kacke Alpha-Raptor hinkriegen wollen, also... Da unten läuft er. Ja gut, die andere Sache ist halt, ob wir es wirklich versuchen wollen, dass wir den irgendwie irgendwo reinlocken, aber das ist halt auch übel risky. Ignorieren können wir ihn halt nicht, das ist das Problem. Hm. Wir können ihn da links, wenn du guckst, da wo du gerade stehst, hier ins Wasser locken, weil da kommt er nicht mehr raus aus dem Wasser. Sicher? Ja, der kommt da nicht. Der müsste den Wasserfall runter und dann wieder ganz außen rum und das schafft er nicht niemals. Okay, das wäre natürlich eine Überlegung, ja. Aber keine Überlegung mehr für diese Folge. Ich hab 10 Fortitude, das reicht. Oder? Ja, ich glaube, ich mache noch 20. Du hast ja deine Longneck und deine Ammo rausgenommen, ne? Jo. Ja, ich fahre jetzt was. Ja, ich kann nichts mehr fahren. Da steht ein scheiß Ding vor unserer Tür. Geht auch nicht. Es ist eigentlich vorbei, oder? Ist richtig? Ja, ich mache mal noch ein paar Bolas und ein paar Pfeile. Pfeile habe ich nicht mehr viele, falls ich nicht gesehen habe. Ja, okay, das sind eigentlich noch ein paar. 70. Ja, egal. Also gut, da hatte ich mir vorher schon nochmal ein Teil rausgenommen. Ach ja. Ja, dann crafte ich jetzt noch ein paar und dann passt die Sache auch schon. Es war halt gerade schon wieder unnötig. Der Tod, ja. Ist nicht schlimm, wir haben noch 14 Leben, also es passt. Da hatten wir in der ersten Aufnahme, das ist von Arg aufs Maul, auch hatte ich auch ein Lächeln tot durch Trikes, also bitte. Ja, ich meine, keine Ahnung, was mich nur wieder abfuckt, ich glaube halt, hätte ich jetzt irgendwie früher gesehen, wo ich lande und noch ein bisschen gesteuert, dann hätte ich halt auch mal ganz gechillt das vermeiden können, so. Wäre ich halt einen Meter weiter links gelandet, weil ich dann nicht abgeschmiert. Ja, das ist nicht wie ein Fettest. Das ist teuer. Ja, gut, aber ich gehe jetzt mal davon aus, weißt du, wir werden jetzt ein bisschen labern und bis dann der Server wieder aus ist und alles. Wird hier schon noch ein bisschen was durchbrennen. Ich mach jetzt mal den Arc aufs Maul-Launcher ein, okay? Ja, aber dann machen wir Ammo dafür. Ja, klar. Jetzt gleich mal 9 Stück machen. Ja, was fehlt dann? Wie viel XP bringt der eigentlich? Bin ich auch mal gespannt. Das hat mir erzählt. Steht ja bei dir dran. Und? Oh. Das Sümmchen. Durchaus. Ich auch. Du? Ich. Probier den mal gerade. Was hat denn der jetzt für eine schöne Textur? Na, okay. Ranzoomen, ranzoomen, ranzoomen. Kannst du mit dem zoomen? Nee. Aber in der K-Ansicht. Ich glaube, der hat immer noch die dunkle Textur. Das okay. Warte, hey, bleib doch ruhig. Ich glaub, sieht gar nicht so scheiße aus, dass es wie schräg das da drauf ist. Ja. By the way, diese wunderbare Textur ist auch von mir. ja, gut. Musste ich jetzt unbedingt loswerden. Was hat die für ein Ding? Für ein. 3 hat die ja.
Ja, wir haben jetzt 12 Schuss, guck mal, mit 12 Schuss killst du einen Dino. Passend. Ja, ich geh mal davon aus. Das heißt, als nächstes kommt die Balliste aufs Dach. Ja, eigentlich schon. Problem ist, ja, wir können die Balliste nicht auf unser Haus setzen, gell? Weil von unserem Haus aus können wir nirgends hinschießen, außer auf unser eigenes Gate. Nice. Ja gut, dann müssen wir uns halt da irgendwas überlegen, dahingehend. Ah, warte mal gerade. Ich zieh mal hier diese Birthday-Dinger an und heile meinen Helm. Dann sehe ich halt einmal aus, als würde ich ohne Rüstung rumlaufen. Hey lol, das ist eine mega gute Idee. Ey, das zieh ich durch. Oder? Zieh ich das auch durch? Ach komm. Ach, ich hab's vorhin gedroppt, ja egal. Ja, da dieser verschissene Alpha-Raptor. Hauptsache den anderen sind wir losgeworden, ey. Naja, gut. Würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, kennt ihr ja schon, könnt ihr eine Bewertung da lassen. Guckt bei den anderen vorbei. Die sind alle in der Beschreibung verlinkt. Und wir haben noch 88 Narkotika übrig. Wenn das kein Zeichen ist, weiß ich es auch nicht. Ja. Nee, wir haben genau 99 übrig. Wow. Hier liegt auch Rohmetall drin. Das können wir natürlich noch irgendwo reinschmeißen. Gut. In dem Sinne, sind die anderen immer noch nicht fertig. Bis aber dann, ja. In dem Sinne erstmal tschüss. Ja, egal. Wir beenden schon mal die Folge. Wollte ich gerade sagen.